Und willkommen zurück zu Among the Steep mit den Derpioten und dem Gnallwarz. Und im Hintergrund hören wir Mami, wie sie pfeift. Drum gucken wir jetzt, wo Mami ist. Mami, hier kommt dein geliebter kleiner Sohn. Tochter. Oder was auch immer. Haben wir überhaupt ein Geschlecht? Wir sind geschlechtslos. Wir sind queer. Da steht wieder der freundliche Mann im Drenchcoat. Mami? Hallo, Mami? Bist du im Kühlschrank, Mami? Was haben wir denn hier? Rohkost? Obst? Keine Ahnung, kann ich nicht richtig lesen. Oh! Alter! Jetzt hat mich das Spiel aber richtig erwischt. Hallo, ich bin dann mal unterm Tisch. Und eigentlich muss ich mal eben kurz meine Unterhose entleeren gehen. Die ist nämlich gerade um ein Kilo voller geworden, ey. Ein Kilo ohne Knochen, ich sag's euch. Hallo? Was ist denn hier los? Du Scheiße. Ein Riss in der Matrix. Oh, was ist das? Das frage ich mich auch. Was ist denn? Can you see your reflection? Was ist denn hier los? It's her, but it seems more like a memory. Was haben wir denn hier? Ein Medaillon, eine Uhr, eine Kette. Will ich hier sein? Ich geh doch mal weg. Was denn da? Kann ich da unter die Treppe? Kann ich dort? Ne, kann ich nicht. Schade. Erstmal den Teddy gegrapscht. Und ich guck nach meinem kurz nach oben. Da wird bestimmt nichts mehr sein, aber einfach mal gucken. Aus Prinzip. Verdammt. Von hier kommen wir. Okay, hier werden wir nicht weiterkommen. Also doch. Runter in den dunklen Keller. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch war früher. Ich hatte früher auch Angst im Dunkeln. So als kleiner Steppke, so als kleines Kind. Als Baby. Sozusagen. Beziehungsweise, naja, als Baby ist übertrieben, aber halt als 5-, 6-Jähriger. Und auch Albträume. Aber das Lustige ist, man kann sich selbst bewusst werden, dass man gerade einen Traum hat, einen Albtraum. Und diesen dann bewusst kontrollieren. Das braucht Übung, aber es ist möglich. Verwende Known, um das Inventar zu öffnen. Ich vermute einfach mal, das wird I sein. Nee. Ah, Tabulator. Okay. Und jetzt? Was ist das für ein Raum? Was ist das für ein Keller? Na, kriegen wir erstmal in diese Röhre. Das scheint sehr vertrauenserweckend zu sein.
alles dran. Wo willst du hin? Teddy, bleib hier. Whoa. What is this place? Definitiv nicht der Keller. Also ein sehr seltsamer Keller zumindest. A playhouse. What's that doing here? Das werden wir rausfinden, Teddy. Da gehen wir jetzt hin. Hallo? Wohnt hier die Knusperhexe? Die Hexe aus dem Knusperhaus? Is it locked? I might be able to open it from the inside if you help me up. Klar, Teddy. Machst du auf? Ich fühle mich alleine hier. Whoa, look at this place. Whoa. Listen. There it is again. Das ist mal ein geiler Keller. Sounds like it's coming from behind this door. Eine Tür. There must be a way to open it. It seems like these are connected somehow. Maybe it requires some sort of key. Is there anything we can use? Können wir das irgendwo einsetzen? Hallo? Seht mir jetzt zu, wie ich eine Stunde lang hier rumfäde und nicht weiß, wo ich das Ding einsetzen soll. Ah! Spricht's und fand es doch. Drehen. What happened? Why didn't it open? Irgendwas fehlt noch, mein Freund. Let's find a way to open it. Irgendwas fehlt doch noch. Oder? Teddy, guck mal. It's rather small, but it looks like my paws might fit. Dann probier doch mal, mein Freund. Aha! It's a button. That's it. Dann wollen wir mal ins It seems Wunderland. Like the memory you share with her. Unlock the door. Maybe if we can find more memories like this, it might bring us to her. It looks like we need three more. I wonder where this will take us. And to be honest, it scares me a bit. Ach was. But don't worry. I'll do my best to keep you safe. Ja. Pick me up whenever you're ready to go. Dann gehen wir los. Auf ins Abenteuer. Geronimo! Leck. Ladebildschirm. Sie haben einen echt geilen Keller, muss ich ja einfach mal sagen. Und ich muss sagen, ich finde das mit dem Teddy absolut geil. Muss ich sagen. Finde ich super putzig. Das rührt mein Herz, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann kriechen wir durch den Tunnel und gucken. Well, this doesn't look too bad. I hope the memory is close by. Da
Das finden wir gleich heraus, Teddy. Der Reifen. Der Schaukelreifen. Hinten im Garten. Und wir laufen durch eine Perversion der Realität. Eine Erinnerung, die entsteht an unseren kranken eigenen Gedanken. Eines kleinen zweijährigen Kindes mit zu viel Fantasie. Aha. Hui, eine Merry-Go-Round, wie sie auf Englisch heißt. Ein Kreisel, Karussell. Ich habe keine Ahnung, wie man die auf Deutsch nennt. Unsere eigenen Schritte im Sand, im Kies. Kriechen wir mal lieber weiter. Whoa, over there. It looks like another memory across that bridge. Fantastisch. Dann gucken wir doch mal, was diese Erinnerung für uns bereithält. Essen wir Teddy zu uns. Hui. Hallo. Is there a way up this tower? Der Tunnel. Tunnel, ja. Mhm. Der Turm lag schwarz vor uns. Und hier noch eine weitere Eule im Sand. Verwende. Aha. Ah. Mhm. Das heißt, wir müssen noch ein paar weitere finden, damit wir da oben raufkommen. Alles klar. Dann gucken wir doch mal, ob wir noch ein paar Eulen finden. Oh, dunkel. Teddy! Teddy macht alles hell. Denn wir wissen, wenn wir unseren Teddy doll drücken, dann leuchtet das Licht in unseren Herzen und erhellt unsere Umgebung, egal wie dunkel und hoffnungslos sie sein mal sie zu sein scheint. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall mal was anderes als eine schnöde Taschenlampe in den anderen Spielen oder Öllampen. Und finden wir hier noch eine Eule in diesem Gartenhaus. Tatsache, eine weitere Eule. Hallo? Teddy, hilf mir! Was ist hier los, Teddy? Die Tür ist abgeschlossen. Hallo! Hallo? Teddy, was war das? Wo ist das helle Licht hin? Wieso ist alles so dunkel? Pforte ist auf. Vorher war sie noch zu. Verzerrte Babyschreie. Was mag uns da hinten erwarten? Was mag uns auf dieser anderen Seite erwarten? Das sehen wir erst in der nächsten Folge mit dem Knattwarz von den Derpyuten. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Morgen, Tag, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ja, und das war die dritte Folge von Among the Sleep. Wir sind in die Küche und haben festgestellt, dass unsere Mutter doch nicht da war. Und nun sind wir in den Keller hinuntergestiegen und haben uns in, was war das? Kann man das beschreiben? Eine
komische Fantasy-Welt, ein komisches, was auch immer, alternative Realität, was auch immer, gewagt und stürzen uns jetzt erst so richtig ins Abenteuer, wie es aussieht. Ich bin schon gespannt, wie es aussieht hinter dem Tor. Und ich muss ja nochmal sagen, mir gefällt dieses Setting sehr gut mit dem kleinen Baby, beziehungsweise mit dem Kleinkind und mit dem Teddy. Also muss ich sagen, selbst wenn das Spiel wohl ziemlich kurz sein soll, was ich wo überall gelesen habe, mir ist es egal. Ich fühle mich bis jetzt sehr gut unterhalten. Ich hoffe, ihr fühlt euch auch gut unterhalten und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, euer Gnallwarz. What is this place? A child shouldn't have to go through.